Was geht ab, meine werten Freunde, und willkommen im Part Nummer 15. Im Zusatzplanet Beta geht es los. Ich bin gespannt, was uns erwartet. Wir haben hier nur ein Puzzleteil vor uns zu finden. Und das wird erledigt. Tja, schade, ne? Ist er noch weiter? Nö, gut. Voll die geile Musik gewesen. Oh, schade, die hätten sie ruhig beibehalten können. Hui! Frag mich, ob ich mich da hätte drunter durchducken können. Hui! Hui! Autsch. Okay. Ende. Das ist cool. Okay, Wind lasse ich mal mit dabei als Element. Sir Kibble kann weg. Do the Rock. Drain the Rock Johnson, meine Freunde. Drain the Rock Johnson. Genau, hier brauchen wir nämlich auch Wind. Und den Psycho da oben. So, den ballern wir mal rüber. Hier bräuchten wir nicht mal Wind, denn Eis reicht vollkommen aus. Den Psycho da oben brauchen wir aber trotzdem. Gegen... Ich würde ihn schon fast gegen Wind eintauschen. So, der macht jetzt nämlich schön sein Bash da vorne drauf. Geokinese. Mit Wind würde der Stein übrigens nach oben fliegen ein Stück. Der Curling. Also er sinkt nicht so schnell, sagen wir es mal so. Haben wir, glaube ich, auch schon gesehen. Aber für den Fall, dass er ein oder anderes wieder vergessen hat. So wie ich. Doch, ich glaube, das haben wir schon benutzt. Aber es ist ziemlich lustig an sich. Genau das Puzzleteil wollte ich jetzt gerade auch noch haben. Da war ich jetzt gerade sehr erpicht drauf. Los! So, was schmeißt uns das Level denn noch entgegen? Wir haben jetzt alles. Also mir kommt auf jeden Fall nichts entgegen. So schnell. Zack. Psychon auch nochmal, hier Steini auch nochmal. Feinstein. Kleinstein. Das kommt besser. Jeder mal Kleinstein. Weil es zu einem fetten Geowatz wird. Richtig fett. Schlitz. Schlitz, Schlitz. Schlitz, Schlitz, Schlitz. Du bist leider nicht sehr gut gegen Bosskämpfe. Ansonsten, ich mag die Spinnenfähigkeit sehr, sehr, sehr gerne. Weil sie... Funktioniert das? Okay, ich glaube, es hätte funktioniert, wenn die denn mal da geblieben wären. Ich glaube, das macht... Ja! Instant Kill für beide! What? So stark? Yo, das ist ja voll broke, das Spiel. Das war einfach ein Insta-Kill für die Bosse. Also für die Bossgegner. Richtige Bosse waren es ja nicht, aber Bossgegner zumindest. Boah, wie fett. Und Psychon ist fast tot. Juh. Aber egal. Er wird jetzt wiederhergestellt. Durch die Macht meiner übertriebenen Einsprungkunst. Jawohl. Dann kriegen wir nämlich Maxi-Tomaten. Auf zwei hätte man nur diese Kapseltränke-Dinger da bekommen. Aber die würden reichen. Maxi-Tomaten heilen nämlich alles. Oh, wir haben fast das Kirby Maus. Oh, vielleicht schaffen wir es noch, das Kirby Maus Attacks vollzukriegen. So, damit ist das Puzzleteil auch da drin. Das heißt also, wir kriegen da auch keine zusätzlichen mehr. Zusatzplanet Beta ist fertig. Und jetzt haben wir hier einen Bosskampf vor uns. Wahrscheinlich auch sogar nur den Bosskampf.
Wenn ja, dann schaffen wir vielleicht sogar noch ein drittes Level. Blitz. Auf jeden Fall Elektro und Feuer. Weil Eis wäre jetzt richtig schlecht. Ja, das macht sogar, glaube ich, weniger Schaden dann. Ich dachte kurzzeitig, wir würden jetzt zerquetscht werden. Ich weiß, der Bär war süß. Ich bin auch süß. Ich werde trotzdem nicht verschont. Nein! Okay. Ich war ganz verwirrt. Moment. Geht's hier etwa weiter? Okay. Zack. Easy. Easy. Hammerbro soll uns das einfacher machen? Nur dann nehme ich dich mal mit statt Steini. Kleinstein fällt weg. Nehmen wir den Hammerbro mit. Wir haben zurzeit nur Eis dabei. Nee, Wind. Nee, Elektro sogar. Ah, okay. Elektro ist schon mal gut. Ich hätte aber, wie gesagt, auch gerne Feuer. Gern zwei Feuer und ein Elektro. Ich weiß, sollte man das jetzt nicht machen, aber ich mache das jetzt mal so. Ihr seht ja, die ranzen eh alles weg und teleportieren sich hinterher. Oh. Okay, das war einfach als erwartet. Ich will da rein! Hm. Eher nicht so. Okay, Eis hätten wir nochmal, Bomben hätten wir, ist mir beides egal, und Psychon. Er muss weg. Food hätten wir auch nochmal, ist mir aber auch egal. Ja, okay. Okay, bleibt mir nichts anderes übrig. Dann, so. Das ist Nummer 1. So, jetzt möchte ich gerne auf dich rauf. So. Ah, okay, steige ich nur runter, das ist doof. Zack. Dann machen wir es so, weil immerhin steigt der Angriff. Das dieses Spiel hasst mich. Mann, kann denn nicht einmal was funktionieren, was ich mache? Rah! Rah. Ich bin ein Löwe. Rah. Hm, na, schau mal einer an. Ach, Franziska ist wieder da. Ich hätte nicht erwartet, dich nochmal zu treffen, rosa Kugel. Eigentlich dachte ich, dass du irgendwo in den Trümmern von Störbastion liegst. Nun dann, sollte ich wohl sicherstellen, dass ich... Ich habe versehentlich A gedrückt. Dann muss ich wohl... Sollte ich sicherstellen, dass ich eventuell meine Sätze auch beende. Dann muss ich wohl diesen Flummi in eine Eiskugel verwandeln. Schon wieder. Und werde verkacken. Ich wollte ja auch immer schon eine Eisskulptur für meine Trophäensammlung haben. Bams. Instant Fähigkeiten los. Sie kriegt halt auch extrem viel Schaden von Elektro. Weil sie halt auch Wasserangriffe kann. Wie den Blaster da zum Beispiel. Und damit kann man sie schocken. Und dann ist sie am Arsch. Wir haben nämlich durch das Wasser gerade Elektrizität geleitet. Und deswegen ist sie voll am Arsch. Deswegen wollte ich auch Feuer und Elektro dabei haben. Weil Feuer auch extrem viel Schaden macht. Also Feuer macht an sich sehr viel Schaden bei ihr, aber Elektro hat halt noch diesen Zusatzeffekt, wenn sie diesen Wasserblaster holt. Und tot. Ja, ich weiß, ich bin lame, ich stehe immer nur an der Seite, mache ein bisschen fatz und hab dann easy life. Aber ist mir egal, Leute, ist mir egal, es funktioniert. Es soll ein easy, entspanntes Playthrough werden. Das Playthrough? Ich glaube irgendwie nicht. Wir schaffen echt 3 Level. Das ist gerade mal 10 Minuten, ey. Holy moly.
echt ganz schön wenig. Würde ich auch jetzt nicht so beenden, den Part, außer es kommt nochmal eine Cutscene. So, die drei. Und da haben wir auch ein Special-Puzzle-Teil. Das heißt also, wir haben jetzt nur abgeschlossene Special-Puzzle. Das heißt, alle anderen gehen jetzt für eins drauf, so wie ich das sehe. Sehr schön. Plum. So. Dann haben wir Planet Turmaru. Ohne Special-Level. Oh. Das ist kurios. Aber gut, es muss anscheinend sein. Dann werden wir das jetzt ohne Special-Level machen. Wir werden aber das Puzzleteil trotzdem suchen. Ich nehme mich gleich mal wieder mit. Statt Psychon. Wir haben nämlich genug Elektro dabei. Ich hätte gerne nämlich einen Feuer-Katana. Und Feuer. Katana. Zack. Okay, ich habe die nächsten gleich mit abgefackelt. Läuft bei mir. Da oben ist nichts. Hier ist der nächste Schalter. Au. Schlitz. Danke. So. Einmal alle versammeln. Danke, meine Freunde. Dr. Icebird war eine gute Idee. Voll in die Flammen rein, ey. Richtig weggebrannt den Arsch. Das tut weh. Was? Ich hab noch Feuer. Wenn ich mich nicht blöd anstelle, behalte ich es auch und dann. Ah ja. Danke. Das wollte ich nicht machen. So, und das auch. So, weil ich als einziger Feuer habe, habe ich jetzt zumindest schon mal eine ziemliche Effektivität gegen andere Gegner. Im Eis-Stil, aber ich habe auch gleichzeitig noch Eis dabei. Ah, okay. Das war das. Hm. Ich erinnere mich. Jetzt müssen wir uns immer richtig positionieren und dabei werden mindestens ein oder eventuell sogar zwei Freunde von mir draufgehen. Ich will rüber! Das meine ich. Die interessiert das nicht. Die lassen sich auch einfach zerquetschen. Ich muss aber gestehen, das ist mir ziemlich Banane. Okay, das war so mies. Das war schon. Okay. Gibt, glaube ich, nochmal eine zweite Passage von. Stimmt, man kann die Dinge einfrieren. Oh, no. Ich glaube, Stabo hätten wir gebrauchen können. Ich habe jetzt auch kein Feuer mehr, ich weiß. Ist mir durchaus bewusst. Prima ein. Posto. Danke. Jetzt hätte ich wieder Feuer. Aber es hat keiner Eis. Machen wir das mal so. Ich hole mir mal Eis. Lass mal die beide auch Eis kriegen. So, wir gehen ein Stück zurück. Ich weiß, es hat jetzt nur einer Eis, das ist jetzt aber erstmal egal. Ich hole mir jetzt nämlich Leo, hol mir Feuer. Und dann haben wir jetzt alle drei Elemente dabei. Plus Leo. Aber der wird ja irgendwann immer ausgetauscht. Danke. So, hier gibt es nämlich extra Bereich. So, zack. Man sieht halt die Dinger. Das macht es eigentlich nur ein bisschen einfacher. Ich brauche einen Stab. Dann tut mir leid, Waddle Dee Assistant. Ach nee, Bonkers, komm, Bonkers brauchen wir nicht. Ich weiß, ich habe jetzt damit Elektro weggemacht. Eigentlich war nämlich das meine Intention dahinter. Du hast eine Reichweite. Oho. Okay, good to win. Nein. Stabo,
Nur Mr. Stabo soll kriegen. Kann ich... Nee, die können ja auch nicht hochhalten, wenn ich auf Leo reite. Brech ab, brech ab, brech ab. Danke, 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 danke. Jetzt habe ich zwei Stäbe. Einen coolen und einen nicht so coolen. Die zwei unterschiedliche Elemente haben. Das ist sehr, sehr geil. Das gefällt mir sehr gut. So. Wand ist offen. Ja, mit den Punkten. Okay, nur normale Pose-Teile. Schade, aber ist egal. Wir kriegen schon noch das Special-Ding. Wäre auch ein bisschen zu einfach versteckt irgendwie. Blitz. Blitz. Achso, geht ja, stimmt, ging ja auch von unten. Angriff. Angriff! Angriff! Das ist nämlich eine Kiste. So. Zack. So, das war Part Nummer 2. Und hier müssen wir aufpassen. Die Mitte ist erhöht. So, und hier war es einmal richtig gemein. So, die Mitte fährt nämlich runter. Jetzt gehen die hoch. Und beim letzten ist das, glaube ich, so, dass sich die sogar nochmal wechseln. Da gehen die dann kurz bevor man oben ist, wechseln die sich dann und gehen dann erst hoch. Irgendwie so. Nee, okay, dann war der da hochgeht. Also richtig mies eigentlich, ne? So kurz vor Ende geht einer von denen hoch. Und der andere runter und dann richtig schön zack zerquetscht. Oh, ich muss aufpassen. Ach ja, stimmt, der ist ja nach einem Treffer nicht tot. Okay. Nichts weiter. Ich muss hier raus, schnell. Zack. Okay. Ganz nach außen bitte, Freunde. Ja, Alter. Die bringen sich selber um. Voll die suizidalen Opfer, ey. Ist mir egal. Und wenn es mir jetzt das Leben kostet. Okay, geschafft. Mann, ey, aber wenigstens Waddle Dee Assistent. Ich muss ja fliegen. ich muss ja fliegen. Schön. So. Zu dritt wird es natürlich schwieriger, auf Platz 1 zu kommen, deswegen landen wir auch noch auf Platz 2. Uns fehlt nämlich die Masse. Das ist natürlich nur Blödsinn, also. Man kann auch alleine auf Platz 1 landen, aber ich wollte das als Ausrede benutzen. So, hier, zack. Haben wir nochmal 4 Puzzleteile. Also damit ist das Special Level freigeschalten, aber kein Zusatzlevel. Bing. Und das kriegen wir nämlich erst hier vorne. Das hier gibt uns dann nämlich nochmal das Level und, wie man sieht, einen Zusatzplaneten. Das wird dieser hier, glaube ich, sein. Und wenn wir dann alle Puzzleteile haben, dann wird es dieser Planet sein, der zusätzlich noch kommt. Weil das hier wird Gamma sein. Alpha, Beta, Gamma, Delta, ne? Ja. Genau, und dann das hier hinten wird dann Delta sein. Ja, da hinten. Ich find's lustig mit diesem Eisspeer, dass der so einen Faden hinterlässt. Ist sehr geil. Ja, also im nächsten Part gibt es dann Mond Gabbel mit, diesem Wolkentypen anscheinend. Okay, sehr geil. Und zusätzlich noch Stern-Lavadom mit herunterfallenden Meteoriten. Das ist ein sehr nerviges Level, weil die, ich glaube, Meteoriten machen irgendwie alles kaputt oder so, oder die nerven auf jeden Fall richtig hart. So, das wird dann der nächste Part, der übernächste Part wird dann das und das, der überübernächste wird dann das und das. Also drei. Und im vierten Part dann der finale Bosskampf. Wir werden also mit Part 19 das Spiel beenden. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zuschauen. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat.
Und für den Fall, dass ihr keine Folge verpassen wollt, drückt auf Abonnieren. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, peace out, Raccoon Stay Play. Ciao.